heute habe ich mal wieder einen Klassiker auf dem Fass. Und zwar den Artback 10. Ist mal interessant. Normalerweise, ja, ich habe Artback habe ich auch privat relativ viel genossen. Und ich habe auch sehr viele Freunde, die wahnsinnig auf Artback stehen. Und da gab es auch so ein bisschen so einen kleinen Aufstand, als der, wie heißt der, Heavy Vapors gekommen ist, weil es so, ey, wirklich, das ist doch kein Artback. Ja, ich fand ihn auch anders. Ich war nicht so erbost darüber, weil ich mag Änderungen. Ich bin einfach ein Typ, der mag Änderungen und habe da kein Problem mit. Solange es das Alte auch noch gibt, finde ich das eigentlich, habe ich damit null Problem. Aber es haben sich viele ein bisschen über den Heavy Vapors aufgeregt. Ich fand es interessant und ich finde es eigentlich sogar sehr schön, weil ich bin jetzt mal gespannt, der Artback 10 ist nur ein Ex-Sperm, im Gegensatz zum Traven, den ich letztes Mal probiert habe. Und der hat dann weniger Sherry-Einfluss und da bekommt man mehr vom Brennerei-Charakter von Artback mit. Und ja, deswegen wird der recht interessant. Also ich wüsste mal gern, was ist für euch Brennerei-Charakter? Für mich ist Brennerei-Charakter das, was der Spirit ausmacht. Aber natürlich, wenn man eine Brennerei hat, die zum Beispiel nur in Sherryfässern lagert, dann hat man natürlich auch, ist es natürlich, gehört es eigentlich zur Brennerei, zur gesamten Brennerei, wo die Warehouses auch dazu gehören und das darin beinhaltete Holz, ist es natürlich wahnsinnig interessant oder wahnsinnig wichtig, was die auch für Holz benutzen. Artback benutzt viel Sherry. Das gehört auch zur Marke Artback, dass sie oft einen Sherry-Whisky haben. Ich zum Beispiel mag den Supernova am liebsten, weil der einen wahnsinnig tollen Sherry-Einfluss hat. Der hier hat jetzt gar keinen Sherry-Einfluss, der ist nur Ex-Bourbon. Und ich war mal bei der Brennerei, ich durfte meinen eigenen Ugedal mischen, wir kommen als nächstes. Und da durfte ich zwischen First Fill, Second Fill und Sherry mischen. Und ich habe sie natürlich erstmal alle selber einzeln probiert, damit man ein Gefühl dafür hat, wie was schmeckt. Und Wahnsinn, wie süß der First Fill war. Wahnsinn. Ne? Oh ja, und das merkt man jetzt hier. Er ist süß, er ist rauchig. Wie man es vom Artback kennt, intensive Rauchnoten, eine bisschen Würzigkeit drin, aber auch frisch. Frisch, frisch, frisch. Und das merkt man über die Second Fill, wo dann der Brennerei-Charakter noch schöner durchkommt. Und 10 Jahre, ja, 10 Jahre sind schon eine gewisse Zeit, wo man sagt, keine Jugend mehr drin, aber er hat noch genügend vom Brennerei-Charakter noch drin und nicht nur Holz oder nicht nur Eiche. Und da merkt man dann diese Frische. Ich persönlich finde ihn sogar ein bisschen eher Richtung Zitrone oder nicht, ja doch, Zitrone, Zitrus so in der Richtung. Man sagt ihm aber eigentlich Menthol. Weiß nicht. Heute ist er ein bisschen mentholiger. Kann ich mir sein, dass es nur einrede oder kann sein, dass es einfach 7:30 ist, dass ich dann in der Früh besser Menthol rieche. nichtsdestotrotz... Ihr liebt den Whisky, er hat bei uns im Shop für 4,2 Sterne, 1074 Bewertungen. Das ist sehr viel für whisky.de und whisky.de hat nicht nur 5 Sterne Bewertungen. Wir sind nicht irgendwo Amazon oder AliExpress, da hat alles 5 Sterne. Unsere 4,2 Sterne sind wahnsinnig gut. Es gibt genügend Whiskys bei uns im Shop, die nur 1 Sterne, 2 Sterne haben und eine ganze Menge mit 3 Sternen. Und 4,2 Sterne ist herausragend. Also wenn man sich im Whisky umschaut, auf einer Mainstream-Plattform findet ihr keine Bewertung, die ihr für wahr halten könnt. Auf so einem Fachshop, wie wir es sind, gibt es wirklich, wir löschen keine Bewertung. Und was wollte ich sagen, also außer wenn da drin geflucht wird. Aber 4,2 Sterne sind wirklich gut. Es ist ein Spitzenwhisky und ja, eine Ikone. Oh, ich vergleiche ihn jetzt gerade ein bisschen mit dem Traven, weil ich ihn gerade hatte. Und er ist wunderschön rein. Und wenn ich ihn jetzt vergleiche mit dem Heavy Vapors, ist es
für mich, das ist eben das Schöne, wenn du den Heavy Wavers probiert hast und jetzt probierst du den Artback 10, dann merkst du, was ein Brennerei-Charakter bei Artback ausmacht. Und der ist wunderschön süß, rund und nicht, er hat eine gewisse Würzigkeit, aber nicht so over the top wie Heavy Wavers. Und tolle Geschichte. Und mir ist es vorher, bevor ich den Heavy Vapors hatte, ist mir diese Mentholnote gar nicht so aufgefallen. Deswegen mag ich den Heavy Vapors, weil ich ihn dadurch den normalen Artback auch nochmal mehr zu schätzen und mehr zu lieben gelernt habe. Wunderschöne Geschichte. Ja. Gut. Artback 10, 47,99 bei whisky.de im Shop. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.